Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen. Wünscht der Berichterstatter das Schlusswort zur Geschäftsordnung, der Abgeordnete Loack. Danke, Herr Präsident. Aufgrund der Bedeutung der Abstimmung bitte ich gemäß § 66 Absatz 3 um Bekanntgabe der Zahl der Für und Wider bei der Abstimmung. Das Verlangen ist ordnungsgemäß eingebracht und ich werde daher so vorgehen. Wir gelangen nur zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 2036 der Beilagen. Da der vorliegende Gesetzentwurf Verfassungsbestimmungen enthält, stelle ich zunächst im Sinne des § 82 Absatz 2 Ziffer 1 der Geschäftsordnung die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Abgeordneten fest. Das ist erfüllt. Ich darf nun die Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf zustimmen, um ein bejahendes Zeichen geben. Und ich darf die Schriftführer nun ersuchen, herauszukommen, und zwar Abgeordnete Schallmeiner, Abgeordnete Steinacker. Um die verlangte Auszählung der Stimmen vorzunehmen. Der NEOS-Abgeordnete Loacker hat also eine genaue Abzählung der Pro- und Kontra-Stimmen für die Abstimmung zum Energieeffizienz gefordert. Das Gesetz erfordert eine Zweidrittelmehrheit, also ein erhöhtes Quorum, wenn es zustande kommen soll. Thank you.
Die beiden Schriftführer, die Schriftführerin der ÖVP Steinacker und der grüne Abgeordnete Schallmeiner und Nationalratspräsident Sobotka von der ÖVP vergleichen die gezählten Stimmen für diesen Gesetzesbeschluss, der, wie gesagt, ein erhöhtes Quorum erfordert. Eine nötige Zweidrittelmehrheit bedarf es aber nicht nur bei diesem Vorhaben der Regierung, dass eine Zweidrittelmehrheit wäre auch beim Erneuerbaren Wärmegesetz, aber auch beim Informationsfreiheitsgesetz notwendig. Es sind abgegeben worden, die Fürstimmen waren insgesamt 106 Stimmen. Und abgegebene Stimmen, jetzt sind 3 dazugekommen. Solange in der Geschäftsordnung sieht das nicht vor, solange der Auszählungsvorgang stattfindet, können die Leute hereinkommen zur Abstimmung. Zur Geschäftsordnung der Abgeordnete Wöginger. Herr Präsident, es ist völlig klar, dass die Abgeordneten ständig den Saal betreten können. Das ist völlig logisch, auch während des Abstimmungsvorgangs. Wenn aber die Schriftführer den Sektor bereits abgezählt haben, dann ist abgezählt. Und dann kann man nicht wieder von vorne anfangen. Ja? Das ist ja wie bei der SPÖ. Das ist wie bei der SPÖ-Befragung. Zur Geschäftsordnung der Abgeordnete Leichtfried. Herr Präsident, das war jetzt eine absolut unnotwendige Wortmeldung des Kollegen Wöginger. Ich erinnere daran, wie oft ÖVP-Abgeordnete wie aufgescheucht hereingehetzt sind, wenn es um solche Abstimmungen gegangen ist. Und sie sind immer mitgezählt worden, bis zum Schluss mitgezählt worden. Und jetzt das Ganze, weil es einmal gegen die ÖVP geht, umdrehen zu wollen, ist ein Skandal, das sage ich Ihnen. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Loacker. Was zuspielen zu wollen. Herr Präsident, ich bin da unverdächtig, entweder der einen oder anderen Seite was zuspielen zu wollen. Aber wenn der Sektor gezählt ist, natürlich können Leute raus und reingehen. Aber dann können wir den Zählvorgang gar nie beenden, wenn man auch nach dem Zählen noch raus und reingehen kann. Zu Wort gemeldet ist der Kollege Amesbauer. Herr Präsident, es ist interessant, mit welchem Trick hier die ÖVP versucht, das demokratische
Stimmergebnis von Abgeordneten zu sabotieren. Wir erinnern uns an die Zeit in der Hofburg, wo die ÖVP immer ihre Leute herbeigekarrt wurden. Da waren wir auch im Abstimmungsvorgang. Und der Abstimmungsvorgang ist dann beendet, wenn das Ergebnis verkündet wird und wenn der Klubobmann Wöginger was anderes behauptet. Dann soll er uns den dementsprechenden Passus in der Geschäftsordnung vorlegen. Klubobmann Wöginger zur Geschäftsordnung. Also bei allem Respekt, natürlich können die Abgeordneten während des Abstimmungsvorgangs immer den Saal betreten, immer ihre Plätze einnehmen. Aber wenn wir uns nicht einmal nur auf das verständigen können, wenn ein Sektor von der Schriftführerin, vom Schriftführer abgezählt ist und dass das Ganze dann nicht von vorne beginnen kann, wenn da Abgeordnete dazukommen, dann ist es aus mit dem Parlamentarismus. Wenn abgezählt ist, ist abgezählt und dann ist fertig. Die Sozialdemokratie sollte es endlich zur Kenntnis nehmen. Die Abstimmung zum Energieeffizienzgesetz ist noch nicht ganz abgeschlossen. Sie hat im Vorfeld schon für sehr viel Aufregung gesorgt, weil die SPÖ hier angekündigt hat, diese Abstimmung blockieren zu wollen, bis die Regierung Maßnahmen, wie sie sagt, gegen die Teuerung setzt. Und sie hat auch heute einen ausführlichen Maßnahmenkatalog vorgelegt, wie etwa das Einfrieren der Mieten oder die Einsetzung einer Antiteuerungskommission. Ja, und dass es jetzt bei dieser Abstimmung... Nachdem es nicht möglich ist, ein klares Bild zu bekommen, ordne ich eine namentliche Abstimmung an. Okay, der Präsident verkündet eine namentliche Abstimmung. Weil beim ersten. Zur Geschäftsbehandlung. Präsident, ich habe mich nach vorher Anordnung zu Wort gemeldet, deshalb möchte ich diese Wortmeldung noch zu einem Ende bringen. Der Herr Klubobmann Wöginger und der Herr Loacker haben den Begriff Sektoren verwendet. Das gibt es vielleicht im Eishockey, aber wir sind hier im Parlament und da wird insgesamt abgezählt. Dankeschön. Müssen die Urnen herbringen, ne? Nein, alles da, ich schon anfangen. Was? Du rufst erst den Zanger auf, der fängt an und dann macht der Gar weiter. Ich darf bitten, den Abgeordneten Zanger herauszukommen als Schriftführer. Ja, also wie gesagt, aufgrund der Uneinigkeit, wie jetzt das Ergebnis ist, weil eben noch Abgeordnete während des Abzählungsvorganges zu diesem Gesetz in den Plenarsaal gekommen sind und hier neuerlich gezählt hätten werden müssen und es hier Uneinigkeit herrscht, kommt es nun also zur namentlichen Abstimmung. Es werden jetzt die dafür nötigen Urnen angefordert und bis dahin wird die Sitzung unterbrochen. Ja, eine namentliche Abstimmung, die gab es zuletzt bei der Abstimmung zum Aus der Wiener Zeitung bei der letzten Plenarsitzung. Das war Ende April. Ja, wie gesagt, diese Blockadehaltung der SPÖ, die war ja eben angekündigt worden, bis die Regierung, so die SPÖ, es schafft, entsprechende Maßnahmen zu setzen gegen die Teuerung. Sie hat eben, wie vorhin gesagt, ein Programm dazu auch heute wieder vorgelegt, das Einfrieren der Mieten, die Mehrwertsteuer Abschaffung bei den Lebensmitteln und das Einsetzen der Antiteuerungskommission. Diese Zustimmungsverweigerung der SPÖ, diese Blockadehaltung trifft allen voran natürlich den Klimaschutz und hier das Energieeffizienzgesetz heute, aber genauso
wie gesagt, das Erneuerbaren-Wärmegesetz, aber auch eben wichtige Vorhaben wie das Informationsfreiheitsgesetz. Das beinhaltet ja die Abschaffung des Amtsgeheimnisses und das sind vor allem grüne Themen. Also hier werden vor allem die Grünen getroffen mit dieser Blockadehaltung der SPÖ. Im Vorfeld hat die FPÖ konkret die stellvertretende Klubobfrau Dagmar Belakovic einmal im Journal, im Ö1-Journal, gesagt, dass die FPÖ bereit wäre, grundsätzlich mitzugehen, so es Vorteile für die Bevölkerung bringt, was heute offensichtlich aus Sicht der FPÖ nicht der Fall ist. Also auch die FPÖ gibt ihre Zustimmung hier heute nicht. Ich werde namentlich aufgerufen und ich darf den Herrn Abgeordneten Zanger beginnen lassen und dann den Abgeordneten Gahr fortzusetzen. Bitte, Herr Abgeordneter. Amelsbauer, Baumgartner, Bayer, Becher, Belakovic-Dagmar, Belakovic-Nikolaus, Bernhard, Blimlinger, Brandstätter Helmut, Brandstötter Henrike, Brandweiner, Brückel, Bures, Bürstmeier, Deckenbacher, Daimek, Diesner Weiß, Disoski, Doppelbauer, Drobitz, Ecker Cornelia, Ecker Rosa, Ecker Kurt, Einwallner, Elnagashi, Engelberg, Erasim, Ernst Zicic, Essel, Feichtinger, Fiedler, Fischer, Fuchs, Fürlinger, Fürst, Gahr, Gerstl, Gödel, Götze, Graf Martin, Graf Tanja, Gräbien, Kreiner Karin, Großbauer, Grünberg, Hafenecker, Hamann Sibylle, Hammer Lukas, Hammer Michael, Hanger Andreas, Haubner, Hauser, Hechenberger, Heinisch Hosek, Herbert Werner, Herr, Himmelbauer, Hintner, Hofer, Höfinger Johann, Hofinger Manfred, Holzleitner, Holzner, Hörl, Hoyos Trautmannsdorf, Jax, Jaidler Cincelli, Keins, Kanyak, Kassecker, Kaufmann, Keck, Kickel, Kirchbaumer, Köchel, Köllner, Kollross, Kopf, Kotzer, Kreiner Kajan, Crisper. Welche Tagesordnungspunkte bzw. welche Debatten gab es heute? Also begonnen hat der heutige Parlamentstag mit einer Aktuellen Stunde der FPÖ. Bei dieser Aktuellen Stunde zu Beginn gab es bei der Rede von der stellvertretenden Clubchefin Dagmar Belakovic Pannen. Man konnte sie nur unterbrochen verstehen und musste auch da schon die Sitzung am Beginn heute unterbrochen werden. Ja, und in der Aktuellen Stunde, da hat sich der Nationalrat einmal mehr mit dem Thema Teuerung befasst und die FPÖ attackierte den Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP, der anwesend war und warf ihm Untätigkeit vor. Und die FPÖ hat einmal mehr den Stopp der Russland-Sanktionen in dieser Aktuellen Stunde gefordert. Die Aktuelle Stunde hatte den Titel Preisstopp, Steuerstopp, Sanktionsstopp. Wann setzt die Regierung endlich echte Maßnahmen gegen die Kostenlawine? Ja, und der Clubchef der FPÖ war bei dieser Aktuellen Stunde nicht anwesend. FPÖ-Chef Herbert Kickl ist für die heutige Sitzung einmal mehr entschuldigt. Auch da gab es negative Stellungnahmen dazu, etwa vom ÖVP-Clubchef Wügner, dass der FPÖ-Clubchef schon mehrfach abwesend bei Plenarsitzungen gewesen sei. Seidel, Schetti, Sieber Norbert, Silvan, Singer Johann, Smodic Neumann, Smolle, Sobotka, Stammler,
Stark, Stefan, Steger Petra, Steinacker, Stocker, Stöger Alois, Stöckmüller, Strache, Strasser, Dander, Danzler, Daschner, Tomaselli, Dotter, Troch, Voglauer, Weber, Weidinger, Veratschnik, Werner, Wimmer Petra, Wimmer Rainer, Wöginger, Wurm, Yildirim, Zanger Wolfgang, Zartisch Christoph, Zopf, Zorba. Nach dieser Aktuellen Stunde und einer Europastunde der NEOS gab es dann die Debatte, eine recht kontroverse Debatte über die Einführung einer Bargeldobergrenze. Das Volksbegehren wurde debattiert, das Volksbegehren für uneingeschränkte Bargeldzahlung, das immerhin von 530.938 Menschen unterzeichnet wurde. Und damit hat das Volksbegehren den 13. Platz von insgesamt 80. Und die unterbrochene Sitzung nach der namentlichen Stimmung. Wird wieder aufgenommen. Jetzt erfolgt die Auszählung der namentlichen Abstimmung zum Energieeffizienzgesetz. Das neue Energieeffizienzgesetz und begleitende Bestimmungen im Energiekontrollgesetz, die sollen ja dazu beitragen, nationale und EU-weite Klimaziele wie etwa die bis 2040 angepeilte Klimaneutralität Österreichs zu erreichen. Sollte das nicht zustande kommen, hier ist ja Österreich bereits seit 2020 säumig, dann drohen Österreich hier enorme Strafzahlungen in Millionenhöhe. Wie geht es heute noch weiter nach dem Energieeffizienzgesetz? Kommen wir beim nächsten Tagesordnungspunkt dann zum Thema Lebensmittel und zwar konkret zur Lebensmittelverschwendung. Es ist ja so, dass österreichweit landen rund 157.000 Tonnen Lebensmittel verpackt und unverpackt sowie Speisereste im Restmüll. Das entspricht einem Wert von über 1 Milliarde Euro. So steht es zumindest auf der Homepage des Umweltministeriums. Die Tagesordnungspunkte 4 und 5, die befassen sich dann mit diversen Rechnungshofberichten. Es geht unter anderem auf die Generalsekretariate der Bundesministerien in der Zeit der türkisblauen Bundesregierung, die seinerseits für viel Aufregung gesorgt haben. Kritisiert wird in diesem Bericht unter anderem, dass die Aufgaben und Ziele dieser Generalsekretariate eben nicht klar definiert waren. Weiters befasst sich der Nationalrat heute auch noch mit dem Tätigkeitsbericht, dem Rechnungshof Tätigkeitsbericht 2022. Da geht hervor, dass der Rechnungshof im vergangenen Jahr insgesamt 50 Prüfberichte
Berichte vorgelegt hat, wobei ein Großteil davon die Bundesverwaltung bzw. staatsnahe Unternehmen im Einflussbereich des Bundes trafen. Interessant ist auch eine Zahl von den knapp 2000 Empfehlungen, die die Prüfer 2021 ausgesprochen hatten, waren ein Jahr später bereits 744 umgesetzt, also in etwa ein Drittel. Auch außenpolitische Themen stehen heute in dieser Sitzung noch am Programm. Und zwar konkret geht es um den Sudan und um Tunesien, also um Berichte aus dem außenpolitischen Ausschuss mittels Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen ÖVP und Grünen wird die Regierung da aufgefordert, sich gemeinsam mit den EU-Partnern und den Vereinten Nationen für ein sofortiges Ende der Kämpfe und einen politischen Prozess zur Etablierung von demokratischen Strukturen im Iran einzusetzen. Im Sudan ist ja ein lange schwelender Machtkampf am 15. April dieses Jahres gewaltsam eskaliert. Gekämpft wird hier trotz vereinbarter Waffenruhe. Und auch in Tunesien werden immer wieder Oppositionelle verhaftet. Viele Expertinnen und Experten orten hier die Gefahr einer Diktatur. In dritter Lesung, um die dritte Lesung geht es dann in den Tagesordnungspunkten 10 bis 13. Und zwar geht es hier um vier Gesetzesentwürfe aus dem Geschäftsordnungsausschuss. Unter anderem geht es da um ein Clubregister, das geschaffen wird. Es soll also ein öffentlich einsehbares Verzeichnis geben mit den Namen der parlamentarischen Clubs. Und wie vorhin angekündigt, nach der Auszählung wird die Sitzung jetzt wieder aufgenommen. 166 Stimmen, davon 107 für Ja und Nein mit 59. Somit ist der gegenständliche Gesetzesentwurf in zweiter Lesung mehrheitlich nicht angenommen. Nicht mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit angenommen. Es liegt kein Gesetzesbeschluss des Nationalrates im Sinne des Absatz 82 Absatz 2 der Ziffer 1 der Geschäftsordnung vor. Somit entfällt auch die dritte Lesung. Gemäß § 66 Absatz 8 der Geschäftsordnung werden im Namen der Abgeordneten unter Angabe ihres Stimmungsverhältnisses im stenografischen Protokoll aufgenommen. Ich komme nun zur Abstimmung. Über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Schroll. Kolleginnen und Kollegen, betreffend Regierung muss endlich Blockadehaltung im Kampf gegen die Teuerung aufgeben. Wer dafür ist, bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit, damit abgelehnt. Ich komme zur Abstimmung und Entschließungsantrag der Abgeordneten Doppelbauer. Kolleginnen und Kollegen, betreffend endlich erneuerbaren Beschleunigungsgesetz vorlegen. Wer dafür ist, bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist auch die Minderheit, der abgelehnt. Ich